Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal RedMC. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt und heute gibt es mal wieder was ganz Besonderes und zwar reagieren wir auf die Indie World Direct. Ja, leider keine normale Nintendo Direct von Nintendo, aber eine Indie World Direct hier vom 17.04. Ich hoffe, ich kriege das Video heute noch online. Sonst am 18.04. werdet ihr das Video sehen. Ich bin sehr gespannt. Es werden einige Indie-Titel präsentiert. Und ich habe mir das noch nicht reingezogen. Vielleicht sind da die ein oder anderen geilen Sachen mit dabei, die man vielleicht eventuell mal in Zukunft anspielen könnte. Ich bin gespannt, ob man sich ja auch über irgendwas lustig machen kann. Amber und Tyler sind hier also am Start. Schon sehr, sehr cringige Stimmen, meiner Meinung nach. Und es geht los mit einem Miau. Okay, sind das gerade andere Personen? Oder sind das dieselben? Okay, das ist eine Katze. Der hat dieselbe Katze übrigens in seinem Raum, wenn du da mal drauf achtet. Little Kitty Big City. Okay. Das Spiel handelt davon, eine kleine Katze zu sein. Katzen sind ja eigentlich richtig geil. Also Leute, jetzt schon mal in die Kommentare. Schreibt mal hin, was ist euer Favorite? Also für welche Seite seid ihr? Hunde oder Katzen? Alter, okay, wir sind eine kleine Katze in einer großen Stadt. Katzenkatastrophe. Aber dieser Grafikstil. Puh, was soll ich dazu sagen? Aber irgendwie süß. Irgendwie süß. Might be stuck in a pipe. Was? Hä? Wer war da gerade in der Röhre? War das eine andere große Katze, die in der Röhre war? Alter, das war ein Riesenwesen da. Ich hasse es, Alter, wenn Katzen Sachen umschmeißen. Man kann einfach Mützen für die Katze sammeln. Geil. Emotes kann man einsetzen. Ja, wie vorne. Einfach strecken, Digga. Einfach stretch. Get ready to kann man einfach Menschen umkicken, Alter? Kann man Menschen Gehfehler geben? 9. Mai 2024, jetzt bald schon. Ey, das ist irgendwie lustig. Leute, soll ich mir das holen? Holt ihr euch das? Okay, ich habe hier ein Spiel, das heißt Yars Rising oder irgendwie so. Da konnte ich gerade nicht viel zu sagen. Es ist irgendwie so ein ganz komisches abgespacedes, wo man das so ein bisschen schießen kann wie Mega Man. Das erinnert mich voll an Mega Man gerade, aber irgendwie Grafikstil meh und nee, Digi. Eine Reise der Selbstfindung erwartet euch in diesem Abenteuer der Entdeckungen. Find Self, the Personality Test Game? Können wir hier einen Persönlichkeitstest machen? In einem Spiel oder was? Ah, wir müssen... Wir müssen Wahlen treffen. Im Laufe des Spiels so kriegen wir immer mehr Details über uns selbst heraus und finden uns immer mehr... Ich kann gar nicht reden. Ihr wisst aber, was ich meine. Okay, also wenn man ein Spiel gespielt hat, kriegt man am Ende seine Persönlichkeit gesagt. Es gibt 23 Persönlichkeitstypen. Eigentlich cool, aber irgendwie dieser Grafikstil und irgendwie ganz komisch generell dieses Konzept. Da gehe ich auf eine Website und mache da einen Persönlichkeitstest. Das ist doch viel besser. Warte, das Spiel geht einfach nur darum, dass man Sticker herstellt und die verschickt an Kunden? Hä? Glitzer und Sternchen kann man auch noch hinzufügen? Oh mein Gott, Digi. Sticky Business Spiel und DLC im Laufe des Tages erhältlich. Ich weiß schon mal, was ich nicht spielen werde. Okay, dieser Trailer zieht mich gerade ein bisschen in seinem Bann. Das ist so ein bisschen mystisch, so ein bisschen horrormäßig. Die Musik ist auch spannend, aber das muss man wissen, was es überhaupt ist, Digi. Lorelei and the Laser Eyes, 16. Mai. Okay, das ist direkt nächstes Spiel. Fuck, Alter, ich dachte... Okay, sorry, YouTube, bitte werbefreundlich. Lass den Stream werbefreundlich sein. Video, was für Stream, Digi. Der Grafikstil hier sieht aber schon sehr süß und ein bisschen vielversprechend aus. Erinnert mich gerade irgendwie ein bisschen an Pokémon-Grafikstil, wenn ich das mal so sagen darf. Bisschen hat das was von. Oder ein bisschen von Breath of the Wild auch, ne? Holy shit, die Musik ist auch so ein bisschen wie in Zelda. Safe daran angelehnt, Digi. Alter, man kann da mal verschweben. Boah, das sieht irgendwie geil aus. Holy shit, Mann. Gönnt euch das mal. Auch so voll diese Musik, die fesselt einen so richtig. Unter Wasser. Alter, der kann irgendwie Superkräfte einsetzen. Ey, wie geil ist das denn irgendwie? Da kann man. Ist es so eine Open World? Helder Pinte Europe. Demo im Laufe des Tages verfügbar. Leute, sollen wir das spielen? Hier seid ihr beiden Schwachmaten. My Amazing Wife. Okay, worum geht es denn hier? Ich weiß gar nicht, ist es das, was das Pärchen gerade eben geredet hat? Das ist hier alles so aneinander gehängt. Stecken? Stricken? Oder was? Okay, also hier so mal nach Zahlen mäßig oder was? Genau. Stitch im Laufe des Tages erhältlich einfach. Krass. Da wird es bestimmt einige geben, die Langeweile damit vertreiben können. Gehört ihr dazu? Duck Detective The Secret Salami? Happy Broccoli Games? Einfach eine Ente, die ein Detective ist oder was? Another Crab's Treasure? Agro Crab. 25. April, sorry, dass ich das verdecke, Leute. Ey, lol, wie sieht das denn bitte aus? Einfach eine kämpfende Krabbe, Digi. Oh mein Gott, eine letzte Ankündigung. Alter, kommt jetzt was Krasses? Leute, kommt jetzt was Krasses, bleibt dran.
Get ready to sail the spectacular seas. SteamWorld Haste 2. Kennt ihr das? Okay, Leute, das war's einfach schon. Holy shit, also was soll ich dazu sagen? Irgendwie so allgemeines Fazit, so meh, also irgendwie nicht so nice. Was mir aber auf jeden Fall im Kopf geblieben ist, ist dieses lustige Katzenspiel und dieses Zelda-like-Spiel, sage ich mal. Ne? Das fand ich ziemlich interessant. Da ist ja heute anscheinend auch eine Demo rausgekommen. Da würde mich mal interessieren. Leute, soll ich die droppen? Ab in die Kommentare damit. Ansonsten würde ich mich auch gerne für eure Meinung interessieren. Deswegen haut mal eure Meinung zu der Direct in die Kommentare raus. Ansonsten lasst noch oben da. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Teilt das Video auch sehr gerne. Und Dankeschön an die Member. Und sieht euch dieses Baba-Video rein. Ihr werdet es nicht bereuen. Haut rein und auf Wiedersehen.